ja, nach dem letzten Absturz, der aber ziemlich genau gepasst hat für das Episodenende. Also ich meine Absturz der Software, komplett Absturz des, wenn hier ein Absturz ist in dem Spiel. Es gibt nicht wirklich viele Glitches, nicht wirklich viele Bugs und so weiter, aber wenn ein Absturz ist, dann stürzt die Software komplett ab und das Spiel zu laden dauert halt immer ewig. Macht aber nichts. Ich habe jetzt den Weg gefunden zur mythischen Sternbild-Herausforderung, derer wir uns jetzt widmen in dieser Episode von Immortals Phoenix Rising, und dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Und jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube nämlich, die ist hier, diese liebevolle Sternbild-Herausforderung. Oh Gott, da ist eine violette Teufelin. Nix da. Du, mein Lieber, wirst jetzt gleich mal dran glauben. Cool ist, wir haben unsere Schwerter aufgewertet. Und das sind. Diese Aufwertung der Schwerter ist auch Wahnsinn, was das jedes Mal an Unterschied macht. Das ist wirklich unglaublich. Wirklich unglaublich. Schaut sich das an, was das wegnimmt von dem blauen Teufelkämpfer. Schau, sogar die Violetten sterben dadurch recht gut. Ihr müsst dahin sterben, meine Lieben. Dahin sterben ist die Devise. Da haben wir das Sternbild. Das besteht aus 5 solchen Kügelchen. Und unsere Herausforderung in Hermes Palast, oder beziehungsweise in meinem... Oh, wie wenn ich gekokst hätte, so juckt die Nase gerade. Naja, nicht koksen. So, es sind 3, 5, 7, 9, 11, ja. Und 11 müssen wir finden. Das heißt, eigentlich müssen wir alle abschließen. Dann bekommen wir die Belohnung in der Halle der Götter. Es schaut mir jetzt nach einem relativ komischen Rätsel aus. Heißt das, ich muss da einmal draufsteigen? Ach so, warte mal kurz. 1. 2. Oh, da ist eines runtergefallen. Hahaha. Also 1. 2. 3. 4. Yes, man. So schnell geht das. Hey, komm schon. So, 1 von 5. So beginnt die Herausforderung ganz lässig und gemütlich. Schauen wir uns das an. Der erste ist beim 1er, das passt. Flapp. Olympische Feigen, ja, das ist einer der seltensten Zutaten, die uns gerne mal verwehrt bleibt. So, 3 Stück gleich. 2x3 Stück haben wir auch wieder einen Trank. Der Angriffstrank bringt uns 100% mehr Angriff, da wir den letztes Mal aufgewertet haben. Ich hatte letztes Mal, also in der letzten Episode, so viel Bernstein, dass ich tatsächlich die letzte... Ah, da muss ich rauf. Ausschaut. Ah, schau, schau. Apollons Pfeile sind wieder mal gefragt. Okay. Ich habe jetzt eine gute Working ansteuern, so, aber wahrscheinlich beide. Geht man davon aus? Das dürfte es sein. Ja, das war's auch. Hast du schön herausgerollt. So. Wunderbar. Ja, und Ausdauer haben wir halt ohne Ende. Ohne Ende Ausdauer. So, nächstes. Du darfst hier rein. Gut. Gut. Palpatinisch, muss man das sagen. Gut. Ich glaube... Oh, schaut euch das an. Da sind Pilze drin. Keine Ahnung, wie da reinkommen noch, aber irgendwie wird schon gehen. Oh, da oben sehe ich einen. Schau mal. Und das mal direkt an. Jawohl, ich sehe dich. I see you there.
Now you see me, Yuppie. Das hat wehgetan. So, zwei übrig. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo könnten denn die... da vorne ist ein blauer Adamant. Blauer Adamant. Nehme ich sofort. Ist eigentlich wurscht, welcher Adamant. Adamant ist Adamant. Yes, sir. Hey, habe ich denn überhaupt schon auf meiner Liste? Das Gewölbe da vorne? Ich denke ja. Ich denke ja. Da oben ist auch noch eine Sternbild-Herausforderung. Puff. Puff. Das ist viel. Aber damit wir da nicht zu weit abschweifen, werden wir einfach in der nächsten Episode doch wieder einer Quest nachgehen. So, es hilft aber nichts. Ich komme gerade nicht dahinter, wo eventuell die nächsten paar Hüglein sein könnten. Vielleicht da oben. Zwei sind noch ausständig. Ich höre doch irgendwas hier. Ich höre was glänzen. Oh. Vielleicht hier. Ja, 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 schau. Da ist er ja. Nur mehr eine ausständig dann. Der. Oh. Entschuldigung, Galaxy. Ja, das hat sich ein bisschen durcheinander gewirbelt. Plopp. Und jetzt da ins erste rein. Perfekt. So, einer ausständig. Da oben. Perfekt. Dass es symmetrisch ist, hätte ich mir nicht gedacht. Also, dass die zwei beide, also die Statuen beide eins haben. Aber wurscht, das passt schon. Habe ich nichts dagegen. Das ging schnell. Diesmal. Sternbildrätsel gelöst. Oh, schön. Coole Voxophones, also wenn man es in Bioshock-Terms irgendwie benennen sollte, würde ich sagen, totale Voxophones. So, jetzt, meine Lieben, ab zu Ambrosia und dann ab zu dieser Quest im Namen der Liebe. Also bitte. Super. Da will ich jetzt mal schauen, was das ist da vorne. Oh, ich sehe dich. Bin noch nicht ganz sicher, wie ich zu dir rankomme, also an dich rankomme. So. Wahrscheinlich hier von oben irgendwie rein, ne? Geht man davon aus. Dass das jetzt nicht so kompliziert sein wird. Normal ist es nie so kompliziert, um zu Ambrosia zu kommen. Steckst du fest? Nein, ich stecke nicht fest. Du Gömer. Ich werfe jetzt nur einen Löwen. Hi, Löwe. Entschuldigung. Hi, Ambrosia. Das geht dahin, hey Leute, es geht dahin heute, bist du deppert. Unglaublich. Und ich fühle mich jetzt wieder so, als wäre ich wieder drin in der Steuerung. Also, das macht schon ganz schön viel Spaß. So, wo gehen wir hin? Da gehen wir hin.
zum Namen der Liebe. Hallo, Questbereich. Was questen wir denn hier? Schauen wir mal. Das warst du, als du den Hinweis gesucht hast, oder, Phosphor? Nein. Die hohle Schönheit der Gewalt ist der güldene Griff an einer Messerklinge. Das kenne ich irgendwoher. Die armen Häuser dieser Menschen. Halte mich ruhig für schwach, aber immerhin versuche ich nicht nur für meinen Stolz zu leben. Und was ist mit dir? Hol dir den Hinweis, das macht man natürlich. Du versuchst nicht nur für deinen Stolz zu leben, das heißt, du redest dir ein, dass du ein Altruist bist, oder was? Ist okay, kann ich damit leben. Happy, also, wapp. Schau, schau. Flop, Nummer 1. Oh, Laser. Oh, ich dachte, da gibt's. Oh, gibt doch. Das hat sich jetzt ein bisschen. Jetzt habe ich mich ein bisschen getäuscht. So, next. Perfekt, oder? Da ich schwere Objekte hier liften kann, so. Schau, da haben wir schon was. Ein Hinweis. Wo wilde Bären leben, lagern König Kokalos Reichtümer und warten darauf, in Tempel und Garten verwoben zu werden, erwärmt vom Blut meines Herzens und den feurigen Quellen meiner Tränen. Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst und du kannst meine Schatzkammer betreten. Abgeschlossen, der Name der Liebe. Ach Gott, er wirft es einfach rüber. Aha, es wäre wurscht gewesen, welches wir nehmen. Einfach links oder rechts wäre okay gewesen. Irgendwie, da müssen wir zwei auf einmal aktivieren. Aber das war dann doch einfacher als gedacht, das Ganze. Ja, passt auch. Behaupte ich jetzt mal. Meiner Meinung nach haben wir jetzt in dieser Episode noch mehr wie genug Zeit, dass wir noch so ein bisschen was aufräumen hier. Und meine Aufräumerei würde aber eher in die Richtung gehen, damit wir da mal, sag ich mal, den Nordosten des Bereiches gecleant haben. Und das bedeutet, ich gehe da in den Norden. Hier, in 500 Metern. In 500 Metern den Feind auslöschen. Ich glaube nämlich, dass es eine bewachte Truhe ist, höchstwahrscheinlich. Es ist selten, dass mal was nicht bewacht wäre. So ein schöner Soundtrack, ich sag's euch immer wieder. Da vorne glänzt irgendwie auch was, merke ich gerade. Vielleicht ist es eh das Sternbildrätsel. Interessant. Wie lange die Ausdauer mittlerweile schon braucht, bis sie sich wieder auflädt. Das ist unglaublich. Achtung. Vorsicht. Ich merke schon. Ihr drei seid mir relativ wurscht. Muss ich sagen. Aber du bist mir nicht ganz so wurscht. Na komm.
Achtung. Jawohl. Wenn das jetzt mal cool ist. Hä? Nicht einmal mit der Axt? Ah, jetzt aber. Doch, sicher. Muss doch gehen. Gut. Wo ist die Kiste? Da vorne ist die Kiste. Hört ihr diese Hacker im Ton? Das ist komisch. Oh, neue Optik fürs Adlerauge. Ist das unser Bogen? Ich glaube nicht. Nein, wir haben verfluchte Bögen. Was kann dieser Bogen eigentlich? Friert bei Kopfschuss Gegner mit 40% Wahrscheinlichkeit 5 Sekunden lang ein. Das ist mal nice. Apropos, ich glaube, diese feurigen Tränen, damit ist vielleicht das geschmolzene Fragment gemeint. Zusammen ergeben sie eine mächtige Rüstung. Da bin ich schon gespannt, ob das wirklich so ist. Und ob wir das auch schaffen. Das ist ja das Nächste. So, gehen wir gleich zum nächsten Sternbild heraus. Und boah, in der Episode, da geht was weiter. Ich sag's euch, wie es ist. In der Episode geht richtig was weiter. Ich sehe da vorne schon den ersten, das erste Kügelchen. Jetzt schon. Zumindest war es gerade da vorne. So. Ich glaube, ich muss dich wieder überraschen. Lalala, lass dich überraschen. Vor allem auch beim Preis. So. Hallo. Bevor er angreifen kann, muss schon vorne dabei sein. Supi! Das ist mal Nummer 1. Oh, schau, schau. Hoppla. Ares Zorn, sag ich nur. Ares Zorn. Herrlich. Ja, eingefroren, tatsächlich. Es funktioniert. Gruselhöhlen für die sieben Argiver und die sieben Tore von Theben, die sie angriffen. Angeführt vom rechtmäßigen König Polynekes. Vorwärts, Argiver! Oder bin ich für Theben? Kommt darauf an, welches Wappen mir besser gefällt. Das ist so heftig. So, das war's mal mit dir, mein Lieber. Schon wieder fünf. Wenn sowas wenigstens mit diesen blauen Pilzen, die gibt es ja unendlich viele. Auch mit, oh, genau mit dem da hinten. Das sind zwar nur drei, aber drei ist auch schon mal nicht schlecht. Jetzt warte mal. Oh, eine geheime Höhle. Ja, man. Und da gab es anscheinend nichts außer Zutaten. Ist auch okay. Ich dachte mir, vielleicht gibt es hier auch schon ein Kügelchen. Wäre ganz witzig gewesen. Aber leider nein. Leider nein. Aber es ist nicht nur eine geheime Höhle, es sind anscheinend 1000 geheime Höhlen hier. Das heißt, eine wird doch wahrscheinlich vielleicht ein Kügelchen enthalten. Hofft man mal. Schlangensymbol. Oh, müssen wir wissen. Irgendwas mit den Symbolen. Kann das sein, dass das noch ein Rätsel ist? Wenn ich jetzt da lang gehe. Das Symbol des Eberspieß-Dingsbums? Wahrscheinlich. So nennt man das heutzutage. Das Eberspieß-Dingsbums. Was ist denn das? Noch ein Eberspieß-Dings. Wo soll ich dich denn hinbringen, frage ich mich nur gerade. Wahrscheinlich raus hier.
Hoffe ich mal. Stark. So. Schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich leg's mal. Ah, warte mal, da vorne. Das könnte funktionieren. Das könnte tatsächlich funktionieren. Schau, 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 schau. Vielleicht gehörst du wirklich hierher? Und du wirklich hierher? Jep. Das war richtig. Äpfelchen. Wir müssen unbedingt Äpfelchen sammeln. Unbedingt. Die gehen uns langsam aus. So. Blöpp. Gehört schon uns. Olympische Feigen. Okay, so viele, so viele, so viele. Also 4 Stück, das ist mal fast rekordverdächtig. Das bereitet Freude. So, Nummer 1. Wo sind nur die restlichen, frage ich mich dann. Weil irgendwie sind wir da jetzt alles abgegangen. Sind alles abgegrast. Und bis jetzt habe ich noch nicht wirklich viel gefunden. Okay, alles abgegrast ist natürlich stark übertrieben. Aber man denkt sich schon seinen Teil, wenn man nichts findet. So schnell mal ein paar wenigstens. Ich meine ja nur. Ich frage mich auch, wie die Respawn-Logik hier ist in dem Spiel. Schau mal da hinten oben. Oh, das ist alles in den Fels gehauen. Das heißt, wir müssen da tatsächlich ein bisschen weiter mal aus. Ja, müssen wir wohl. Ha. Was habe ich denn hier? Okay. Da lege ich einfach mal was ab von mir. Danke. Tja, gefühlt wird das wahrscheinlich ein Apollon-Pfeil sein, den ich da abschießen muss. Richtig? Falsch. Das ist mal richtig falsch. So. Oh, da drüben muss ich was hinlegen, werfen, tun. Schauen wir mal darauf. Vielleicht gibt es was zum Ablegen. Oh ja, gibt es tatsächlich. Ha. Aber so geht's. Yes, Sir! Das ist die nächste. Was haben wir da für ein Symbol? Das ist der Teufel. Ah, Typhon. Sag ja, Teufel. Dann hätten wir 2 von 5. Oh Gott. Uiuiui. Die aresischen Sternbildrätsel nennen sich die. Weil wir hier im aresischen Gebiet sind. Oder in der Höhle des Krieges. Je nachdem, wie man es sehen möchte. So, das war das obere da. Da unten, die 3, haben uns ja bis jetzt nichts gebracht noch. Aber es geht ja noch weiter rauf. Es geht noch weiter rauf. Da hinten drin haben wir was gefunden. Hier gab es nichts. Hier gab es nichts an sich. An sich nichts zumindest. Richtig? Okay, richtig. Ich hoffe, dass ich richtig denke. So. Ja, ja, ja. Ja, nur zur Sicherheit. Ich schaue nur zur Sicherheit rein. Man weiß ja nie. Sehr gut. Komm mal auf da. Komm. Oh, Alter, was ist mit dir? Hin und wieder ist er echt so richtig zart unterwegs. So. Darüber. Oh, da geht's ja noch weiter. Oh Gott, da geht's weiter. Alter, da gibt's so viel.
Aber das schaut schon mal nicht schlecht aus. So, next. Wie komme ich da rein? Irgendwas da oben vielleicht zu machen? Oh. Oh. Okay, das ist easy. Schau. Wie komme ich nur zu dem da rein? Keine Ahnung nach, gell? Es ist, glaube ich, auch ziemlich wurscht, ob wir da reinkommen. Weil das ist nur ein zweites Gewicht-Dings. Es ist ganz schön schnell wieder Tag geworden, wollte ich sagen. Nein, es ist eh noch immer Nacht. So, wirf das mal gemütlich da irgendwo rüber. Ja. So. 3 von 5. Es wird besser. Es wird besser. Gut, das heißt, wir haben die zweite Ebene auch abgeschlossen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt zur dritten Ebene rauf, weil ich glaube nicht, dass da in der zweiten noch was ist. Das haben wir abgeschlossen, das da drüben haben wir abgeschlossen. Ein drittes gibt es hier, glaube ich, nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal da durch rauf. Ja, da ist mal zumindest ein Eingang. Oh, mir schläft schon wieder die Hand ein. Und da ist ein zweiter Eingang. Das schaut sehr danach aus, als würde das dann rappen, das Ganze. Rappen. So, was haben wir da? Interessant, oder? Ha! Okay, ich sehe es. Ich glaube, dass ich sehe. Das Problem ist nur, wie komme ich jetzt wohin hier? Oh, schau mal, da drüben könnte ich nichts machen. Ach so läuft es. Tja, das war jetzt nur halb so schwer irgendwie, gefühlt. Ich werde den Teufel da einfach jetzt runterwerfen, ich hoffe. Ich hoffe, dass der despawnt mir nicht, irgendwie. Ich hoffe es halt, wir werden sehen. Wenn, dann müssen wir es halt... Wir wissen eh schon, wie es Rätsel geht, von daher ist es relativ wurscht. So, hallo. Oh, was Schweres und was Leichtes, na gut, easy. Ab. Leichte bin ich. Und perfekt. So. Fähigkeitsverbesserung verfügbar. Ich weiß, letztes Mal haben wir 10 Jahrhundsmünzen bekommen. 10 Stück. Das ist ziemlich heftig. Yay! Noch ein Sternbildrätsel hier gelöst. Flop. 2 Sternbildrätsel in einer Episode, das ist neu. Entweder wir sind schon schneller im Kopf. Ich allein. Entweder ich bin jetzt schon schneller im Kopf mit den ganzen Rätseln. Eine Schlange. Und mit dem Spielfluss sicher, hundertprozentig. Oder die Rätsel werden leichter. Ich glaube halt nicht, dass die Rätsel unbedingt leichter werden. 12! Der König der Argiver, Eteokles, war Polynekes Bruder. Beide dachten, sie hätten Anspruch auf den Thron und kämpften darum. Kadmos ist der einzige König von dem, den ich anerkenne. Er tat allen einen Gefallen, indem er Ares Drachen erlegte. Dieser Drache ist jedenfalls nun an einem besseren Ort, nämlich hier auf der Goldinsel. Und sein Sternbild thront am Nachthimmel. Drache, nicht Schlange. Okay, jetzt wissen wir das auch, dass dieses Sternbild der Drache war. Ja gut, Leute, gut. Das bedeutet, wir begeben uns jetzt tatsächlich zur Hackordnung hier drüben. Aber zuvor
Es wäre halt schön, wenn wir das noch so rüber grasen. Hätte ich mal gesagt. Wir grasen das darüber. Das heißt, als erstes hier. Hoppla. Als erstes hier. So. Damit ich das mal durchbringe. Und dann schauen wir. Ja, genau. Ah, ich seh's schon. Jetzt leuchtet's. Ja, jetzt leuchtet's schön hervor. Oh je. Yeah. Uiuiui. Sind ein bisschen heftigere Gegner unterwegs. Ja, ja. So, bevor wir das machen, der Cut.